schon angefangen. Und wir sind auf Cursed Hollow, der Lieblingskarte von so ziemlich allen Spielern. Und das Overlay stimmt sogar. Denn auf der linken Seite als blaues Team gespawnt ist Team Alternate. Und dummerweise habe ich nicht die Kamerakontrolle. Ich muss hier Kaldor restreamen, wie ihr seht. Und daher auch keinen großartigen Sound oder sowas. Ist ein bisschen, ja, ein bisschen bescheuert, aber wir haben keine andere Möglichkeit leider, da es nur zwei Observer-Slots gibt. Und das wird ein bisschen komplizierter. Wir sehen schon, das erste Easy Camp wird gerade gemacht. Von Stitches und Anoop, würde ich sagen. Während sich hier Valor in der Mitte noch ein bisschen austobt, dann Tyrael. Ja, Nova und Arthas warten da drüben, capturen gerade den Watchtower. Und ich hoffe, dass Kaldor das gleich sieht, denn die wollen jetzt hier das Easy Camp auch contesten. Ah, er konzentriert sich hier ein bisschen zu sehr auf die Valor. Jetzt müsste er da drüben mal hinspringen. Ja, da geht es nämlich schon heiß her. Nova nimmt schon einiges an Schaden, aber ein sehr, sehr guter Stun hier kommt von Arthas. Und ich glaube, sie kriegen hier sogar den Stitches. Ja, wow, nicht schlecht. Abathur ist da etwas spät raufgesprungen. Jetzt ist schon das ganze Team fast hier. Aber ein guter Kill hier von Gluehammer nimmt da einiges raus. Jetzt kann er hier vielleicht sogar noch Nova kriegen. Ja, ich glaube, oh nein, ein Noob geht noch drauf. Von den Siege Giants, die hier gerade gecaptured wurden. Also ein sehr ordentlicher Kampf, aber ja, 2 for 1 ist noch nicht so, so ganz so schlimm. Man sieht auch beide Teams auch fast gleich auf. Ich glaube, ich muss hier die Musik doch mal ein bisschen runterregeln, eventuell. Oder geht das? Passt das? Keine Ahnung. Sagt einfach mal Bescheid. Ja, ansonsten haben wir Brightwing gegen Abathur auf der Toplane. Hier unten Felstead gegen Ufe. Also der sollte auch nicht die größeren Probleme haben. Und jetzt könnte es oben zum Gank kommen. Ja, dann bei den Hardlines passiert gerade nicht so viel. Aber da hat sich nämlich gerade der Arthas zu Brightwing gesellt. Die hätte sonst hier eventuell Probleme kriegen können. Anoop und Stitches sind halt eine ziemlich harte Kombination. Da kann man den Stun setzen und danach nochmal super ranholen, das Ganze mit dem Hook. Und Valor auch wieder in Trouble, aber kommt auch schön davon mit dem Strafe und ja, das sollte eigentlich kein Problem darstellen für sie. Marschiert hier wieder Arthas und Nova nach oben. Also, da müssen auf jeden Fall Noob und Stitches ganz schön aufpassen. Und da sieht man auch schön, der Stun kommt rein. Aber Stitches hat den Hook ein bisschen zu spät gesetzt und da war halt kein Follow-up da. So, das erste Tribute ist am Spawn. Falls ist auch schon eine Position. Ufe kommt auch mit ran. Der sollte hier auf jeden Fall das Shelling unterbrechen können. Aber hat jetzt erstmal ein kleines Problem. Denn Tyrael ist mit da. Da kommt Anoop mit dazu. Und jetzt müsste er eigentlich einen schönen Stun setzen. Fuck, da waren sie gerade schön in der Linie. Jetzt sollte er den setzen. Komm schon, wo ist der Stun? Da ist der Stun. Sitzt auch wunderbar. Aber die beiden nur zu zweit hier unten sind echt ein riesiges Problem. Da kommt der schöne Bodyblock. Ufe nimmt hier einiges an Schaden. Aber ich glaube, er kommt nochmal davon. Abathur hat ihm sich da geschnappt. Oh, wie bitter. Ein Meter vor dem Gate. Das ist natürlich sehr, sehr ärgerlich. Stitches kann hier das Channeling noch kurz unterbrechen, aber es ist halt auch 5 gegen 2 nicht wirklich die Situation, die man haben will. Und da wird auch das erste Tribute geschnappt. Jetzt muss wenigstens Stitches noch am Leben bleiben. Es kann doch nicht wahr sein. Wow, Anoop. Der Stun kam einfach ein bisschen zu spät und jetzt könnte er auch noch in Probleme geraten. Nee, Tyrael will er nicht weiter verfolgen. Sein Glück auf jeden Fall. Ja, und jetzt können sie hier oben den Boss machen. Da fliegt Felstead erstmal in die Toplane zurück, möchte den Push aufhalten. Abathur ist natürlich auf der Toplane sehr, sehr stark, hat hier schon die Gates weggenommen. Und inzwischen nimmt auch das erste Fort hier ein bisschen was an Schaden. Aber noch werden hier keinerlei Camps gemacht auf Seiten von i2h. Das ist ein bisschen erstaunlich. Von Leveln her immer noch relativ ausgeglichen. Stitches versteckt sich da so ein bisschen im Busch. Und jetzt sehen wir auch schon den Move Richtung Hardcamp von Stitches und Anoop. Die sollten eigentlich keinerlei Probleme haben, das Hardcamp zu clearen. Das dann auf die mittlere Lane zu schicken. Also der Landing Pressure ist bis jetzt sehr, sehr gut, den hier Alternate anbringt. Bei den Teamfights, da müssen sie noch ein bisschen zusehen. Das war noch nicht so ganz optimal. Da hat sich i2h deutlich besser angestellt. Aber wie wir schon im letzten Cast mit Karayan gehört haben, i2h hat momentan noch nicht ganz so optimal, was die ja, das Camp Capture angeht. Es ist halt so ein bisschen dieses zweischneidige Schwert, wo man dann halt seine Ressourcen reinsteckt, seine Teamressourcen. Holt man sich die ganzen Camps oder setzt man da eher alles auf eine Karte und geht auf die Teamfights? Und so ein bisschen eine Balance aus beiden, so wie das jetzt gerade Alternate macht,
finde ich da fast ein bisschen besser. Ein sehr, sehr guter Hood auf Arthas, aber den kriegen sie jetzt hier noch nicht ganz rausgenommen. Valor geht da nochmal drauf. Oh, ein wunderbarer Cold Strike kriegt Uther. Oh, Uther, Stitches und Valor. Sehr, sehr bitter. Und da kommt nochmal ein Chase, aber ich glaube, die werden da nicht einiges. Arthas komplett rausgezogen. Wunderbarer Hook. Und der Follow-up mit Arthas jetzt mit Arthas rausgezogen, sollten sie jetzt eigentlich kein größeres Problem haben, hier den Rest des Teams auch noch aufzumischen. Falls es schon hart angeschlagen, bringt aber nochmal einen guten Stun. Brightwing geht drauf und Tyrael da unten auch schon hart angeschlagen. Der kommt aber nochmal da. Nein, kommt nicht davon. Schade, dass Uther da nicht zur Stelle war. Ich glaube, den Kill hätten sie sich auch noch schnappen können. Ja, und damit geht jetzt hier das erste Tribute auch für Alternate in Besitz. Und die Mitte pusht halt gut durch. Das ist das, worüber wir gerade gesprochen haben. Halt. Die Knights, die machen da schon einiges aus. Und die hat I2Heart soweit schon etwas vernachlässigt. Die haben sich mal einmal das Easy Camp geholt unten mit den Seed Shines. Aber da konnte Uther halt ganz gut gegenhalten. Und dementsprechend haben die nicht allzu viel Schaden angerichtet. So, und jetzt sieht es gerade danach aus, als wenn hier Alternate auf den Boss gehen möchte. Ich weiß nicht, ob das gerade eine gute Idee ist. Inzwischen I2Heart auch wieder mit voller Mannstärke da, und die gehen auch gerade auf ihr Hardcamp. Dementsprechend doch ein bisschen gefährlicher. Hey, TSS Wiz. Und das zweite Tribute kommt. Auch eine sehr schöne Position hier gerade für Alternate. Ich glaube, die sollten da ohne weiteres rankommen. Es sieht auch so aus, als wenn I2Heart hier momentan gar nichts dagegen machen möchte. Die sitzen noch alle auf ihren Lanes. Fazit kommt jetzt langsam wieder hoch. Und das Hardcamp wurde gecaptured. Ja, der Boss wurde aber zwischenzeitlich gestohlen. Das heißt, Brightwing muss jetzt da oben echt einiges machen, um dagegen anzukommen. Und, oh, der Hook verfehlt hier leicht. Aber Alternate, wie gesagt, ohne größere Probleme, hat hier einfach das Tribute geholt. Aber ein schöner Stun. Und ich glaube, sie haben hier gerade die kopierte Welle rausgenommen. Da kommt nochmal ein gutes Ultimate out of Uther. Und, Brightwing so close, ja. Da können sie rausnehmen. Falstead kommt hier nochmal davon? Nein, natürlich nicht. Der Follow-up, der mit dem Deep Dive hier von der Noob Barak. Kein Problem. Nimmt ihn dann einfach raus. Und es war ein kompletter Team-Wipe. Also I2Heart stellt sich momentan nicht ganz so gut an. Ja, die mittlere Lane wird jetzt hier noch schön gepressured, aber ja, die Giants, beziehungsweise die Knights können hier auch gut aufgehalten werden. Mit Valor und Anub Barak sollten die da keinerlei Probleme haben. Und ja, Alternate momentan in einer sehr, sehr überzeugenden Position. Die holen sich jetzt auch noch ihren eigenen Boss. Also gar kein Problem für die Jungs hier. Und das nächste Tribute ist am Spawn. Diesmal in einer sehr schönen Position für I2Heart. Das heißt, die können sich da vermutlich... Upsie Daisy, sorry. Das war hier nicht ganz richtig beim Overlay. Die können sich jetzt das Tribute hier ohne weiteres sichern. Der Boss ist fast genommen. Und da fängt auch schon ein Challenging an. Oh nee, Uther könnte fast noch rechtzeitig reinkommen. Ja, kann es unterbrechen. Und da kommt der Engage von Tyrael. Auch ein schöner Stun zurück. Kann Stitches ihn vielleicht direkt wieder ranholen. Ja, da kommt der Gorge. Wen hat er sich hier geschnappt? Arthas. Und der... Oh, schöner Precision Strike. Und der von Falstead. Schön gemacht mit dem Shock and Awe. Kann jetzt hier auch Uther rausnehmen. Aber trotz allem, es ist jetzt hier 3 gegen 3. Valor schon fast raus. Oh, Anub Barak ist auch sehr, sehr niedrig. Falstead könnte da eventuell mit dem Dash hinterherkommen. Aber sieht nicht so aus. Und das Tribute sollten sie sich damit aber sicher können. Denn Abathur ist jetzt hier der Einzige, der irgendwie noch so ein bisschen was erledigen kann. Nova ist auf der Suche gerade hier nach den angeschlagenen Helden. Aber Vella hat sich natürlich zurückgeportet. Möchte natürlich auch an ihre Gesundheit wieder rankommen. Und Falstead hat hier alle Hände voll zu tun, unten den Boss aufzuhalten. Damit sind jetzt hier... Ja, ist schon fast das zweite fortgefallen. Oben wurde es ja schon rausgenommen. Abathur hat da wirklich einen sehr, sehr guten Job gemacht. Und unten, ja, da dauert es halt einfach eine Zeit. Und Falstead konnte den Boss jetzt vertreiben, aber es ist erst schon auf einen Viertel ungefähr runter. Das heißt, nur noch einmal ein bisschen Druck aufbauen und schon fällt es fort. Und damit kann dann Alternate auch seinen Vorsprung weiter ausbauen. Und wieder können sie sich hier das Hardcamp ohne weiteres sichern. Und ich denke mal, jetzt wird es interessant, denn das nächste Tribute sollte hier eigentlich jeden Moment spawnen. Und da kommt es auch schon. Relativ gute Position gerade für I2Heart. Die sind da auch schon fast da.
Oh, erstaunlicherweise, Alternate möchte dann nicht das Fort snipen. Eventuell überlassen sie es komplett den Minions. Die kriegen da, denke ich mal, ein paar Schüsse ab. Und Brightwing schon da. Tyrael ist da. Arthas beginnt schon zu channeln. Anub sollte hier gleich einen Stun reinsetzen. Damit kann er es vielleicht noch unterbrechen. Ja, genau, rechtzeitig noch geschafft. Arthas zieht sich natürlich auch erstmal zurück, aber wird wunderbar gehookt. Und da kommt der Gorge. Zieht ihn hier schön zurück. Es sollte eigentlich ein guter Bodyblock möglich sein. Ja, genau, da kommt der Follow-up-Stun. Und haut auch nochmal richtig rein. Aber das Shock and Awe hat hier einiges an Schaden angerichtet. Und Uther fällt auch schon. Auch Stitches und Anub sind da hart, hart angeschlagen. Da müsste eigentlich demnächst jetzt der Follow-up kommen. Falls das, kann er nochmal reindashen. Der ist so, so weit runter. Das sollte jetzt hier langsam was werden. Ja, da kommt er rein. Und zusammen mit Nova können sie dann auch Stitches rausnehmen. Keinerlei Probleme. Noob ist aber noch am Leben. Und ja, vielleicht kriegen sie ihn noch. Vielleicht kriegen sie ihn noch. Ja, da geht er auch drauf. Und damit nicht mehr allzu viel am Leben hier auf Seiten von Alternate. Ich denke, jetzt können sie sich hier demnächst das. What? Unmöglich. Sie haben Valor komplett ignoriert. Trotz drei Spielern bei wirklich solider Gesundheit, Valor komplett ignoriert. Das ist natürlich sehr, sehr bitter. Das wäre sonst hier die Möglichkeit gewesen, für Itohart das Ganze umzudrehen. So natürlich nicht unbedingt so easy. Und jetzt gehen schon die ersten Sea Giants oben aufs Keep. Und es hat auch schon einiges an Schaden genommen. Ich glaube, sie können es nochmal kurz aufhalten, dass es hier auch fällt. Und das ist auch sehr, sehr wichtig, weil sonst sind sie hier weiter in die Defensive gezwungen. Sie müssen wirklich versuchen, dieses Keep so lange wie möglich noch am Leben zu halten. Sonst kommen sie einfach nicht raus, weil sie jederzeit die Katapulte immer verteidigen müssen. Und das Keep ist gefallen. Das ist natürlich extrem bitter jetzt. Nur noch zwei Forts am Leben für Itohart. Nicht wirklich die Situation, in die man sich wünschen würde. Und jetzt kommt hier auch noch der Boss-Steal. Vielleicht kann Arthas das Ganze mitkriegen. Ich habe jetzt hier noch kein Clairvoyance von denen im Einsatz gesehen. Das muss man natürlich auch nutzen. Die müssen halt sehen, okay, alles klar. Wann wird hier eigentlich der Boss genommen? Wann wollen sie uns versuchen, das Hardcap zu stehlen? Und ein wunderbarer Hook wieder von Stitches. Und Arthas sollte hier eigentlich ohne weiteres rausgenommen werden können. Da kommt der Precision Strike rein. Aber ohne Follow-up. Oh, doch, jetzt kommt der Tyrael, kommt nochmal dazu. Und Ferzel wieder mit einem schönen Schocken. Oh, aber ihm fehlt ein bisschen der Damage-Output, um das auch wirklich komplett durchzuziehen. Und Arthas geht da auch drauf. Nein, noch nicht ganz. Tyrael ist aber der Erste, der hier gefallen ist. Brightwing auch sehr, sehr niedrig. Ufer, könnt ihr vielleicht den letzten Anschluss kriegen? Aber jetzt haben sie erstmal zu tun, den Boss aufzuhalten. Und trotzdem ein sehr, sehr schöner Fight hier gerade von Itohart. Wunderbar, dass sie das nochmal irgendwie ein bisschen zurückreißen konnten. Und der Boss marschiert einfach weiter durch. Der macht jetzt hier schon den ersten Schaden auf dem Nexus. Nur Falz hat es bis jetzt zurückgekehrt. Die wollen sich natürlich auch nebenbei noch die Knights holen. Wenn die auch noch gestohlen werden, sind sie natürlich in riesigen Problemen. Aber die Cooldown-Timer laufen noch. Ungefähr so 25 Sekunden hier im Durchschnitt. Das heißt, sie haben noch ein bisschen Zeit, was zu reißen. Leider gerade nur die Easy Camps hoch, sonst könnten sie da eventuell einen Steal machen auf die Seed Giants vom Gegner, aber das wird dann doch ein bisschen knapp von der Zeit, bis darüber zu laufen. Aber die Knights immerhin geschnappt, so, jetzt können wir uns mal die Talente ansehen. Briber von Felsted haben wir, glaube ich, noch nicht so im Einsatz gesehen, aber eventuell war da auch Kaldor nicht drauf. Ja, Shock and Awe, Precision Strike, Judgment, Army of the Dead, Blink Heal, das haben wir alles schon im Einsatz gesehen. Ultimate Evolution natürlich vom Ivethor, nichts Besonderes, Divine Storm auf Uther und Locust Swarm bei Anub'arak. Ja, Level 16 Talents, Rewind auf Anub'arak. Das ist natürlich schon wichtig. Hat er, glaube ich, im letzten Fight auch sehr, sehr gut nutzen können. Da ist schon der erste Stun, doppelte Stun. Jetzt haben wir gerade den Rewind gesehen, sehr, sehr gut gemacht. Noch kann die sich hier aber Itohart gut im Fight halten. Anub'arak fällt. Uther will da versuchen, den Steal zu machen auf den Boss. Und da kommt der Stun. Aber wow, Itohart mit wirklich einem sehr, sehr guten Teamfight schon wieder den Teamfight gewonnen. Und konnten jetzt hier, glaube ich, auch den Boss klauen. Wunderbar gemacht. Jetzt sollte hier das dritte Tribute endlich auch für sie im Anmarsch sein. Eventuell erstmal hier den Tower clearen. Und dann kann der Boss ungehindert reinlaufen. Na, das Tribute ist noch nicht ganz da. So, jetzt müssten demnächst die Munition aufhören. Tribute wird gerade gechannelt. Und ich glaube, sie kriegen sogar den Steal auf die Knights noch. Das ist natürlich echt extrem wichtig. Das macht diesen Push doppelt so stark. Dann laufen die Knights noch nach oben. Können sich da halt noch ein bisschen was sichern. Und direkt das zweite Keep oben rausnehmen. Ja, man sieht jetzt, die konnten sehr, sehr gut aufholen. Itohart inzwischen auch auf Level 19. Allerdings nimmt der Nexus halt schon Schaden und oben laufen die Katapulte hoch. Trotz allem, mit dem Boss jetzt können sie hier ganz gut durchpushen.
Die Knights machen sich auf den Weg, gehen hier auch auf die Mitte direkt rauf. Das heißt, das zweite Keep da, beziehungsweise das zweite Fort in der Mitte, da wird es schnell nicht rangehen. Noob hat sich da sehr, sehr weit reingewagt. Und mit den Siege-Shines zusammen machen sie echt doch ganz ordentlichen Schaden. Aber es ist halt nicht ganz so leicht mit der Komposition, die hier Eye to Heart hat, einfach rein zu initiaten. Da fehlt ihnen ein bisschen was, sowas wie Stitches oder Noob, um halt was rauszuziehen, um schön einen Teil vom Team irgendwie auszuschalten für eine kurze Zeit. Shock and Awe kommt rein, erwischt aber nichts großartig. Ein bisschen zu vorzeitig. Stitches hat da schön den Gorge gesetzt, aber wird direkt rausgenommen. Und da oben nimmt auch Ufa einiges an Schaden. Noob auch sehr, sehr niedrig, aber Tyria ist gerade draufgegangen. Die brauchen Tyria und jetzt gehen sie sehr, sehr tief hier rein. Green wagt sich da wirklich extrem weit raus, aber sie wollten unbedingt Ufa noch kriegen. Das Keep fällt. Also Eye to Heart macht jetzt hier gerade das Comeback möglich. Oben, der Tower wird auch schon schön hart angegangen, aber sie müssen sich ein bisschen zurückziehen. Brightwing ist da hart angeschlagen. Nova kaum noch Mana. Und ja, da kommt nochmal die nächste Attacke auf Anubarak. Der kommt aber leicht davon, natürlich mit seinem Deep Dive. Vella hart angeschlagen, aber Arthas fällt. Jetzt müssen sie wirklich gehen. Wow. Und wie ich das sage, nochmal schön Vella rausgeholt. Anub kann sich hochheilen, aber nur mit Anub und Abathur wird es hier nicht zu halten sein. Die haben wirklich Glück gehabt jetzt hier auf Alternate Seite, dass sich die Damen und Herren hier etwas zurückziehen mussten. Ja, Abathur setzt jetzt hier noch ordentlich Druck an. Ich glaube, das müsste irgendwann Eye to Heart auch auffallen, dass da immer mal wieder Locusts reinkommen. Und dementsprechend sollten sie dann auch mal auf die Suche gehen nach einem Abathur. Das ist wirklich ein leichter Kill, wenn sie ihn hier mal etwas ungewohnt erwischen. Wir haben zweimal Resurgence auf Arthas und Tyrael. Sehr, sehr stark. Und keinerlei Resurgence auf der anderen Seite. Das heißt, den nächsten Teamfight... falls der nicht ganz so gut ausfällt für Eye to Heart, also ist das keinerlei Problem. Wir können zwei Helden zurückschicken direkt. Sollten natürlich auch bei sich kämpfen. Wobei das nicht gerade das ist, was sie jetzt unbedingt wollen. So, was haben wir da unten? Precision Barrage, Blast of Awe, Storm Shield und Storm of Vengeance natürlich. Bolt of the Storm auf Stitches. Okay, das heißt, Stitches können jetzt hier immer etwas leichter davonkommen. Und jetzt holen sie sich endlich auch mal ihren Boss hier oben. Also, Eye to Heart hat sich wirklich schön zurückgekämpft ins Spiel. Es sah anfangs nicht sehr gut aus. Aber jetzt haben sie gerade sehr, sehr gute Mercenary Control. Holen sich jetzt hier unten auch noch das Easy Camp. Und dann kommt es wirklich auf den nächsten Teamfight an. Und ich glaube, so im Offenen hat Eye to Heart eine bessere Komposition von den Teamfights. Gerade jetzt, wo Mopsio, also Stitches, hier schon ein paar Fehler sich geleistet hat bei den Hooks. So, Hardcamp wird auch noch genommen. Also Easy und Hard genommen, machen sich schön auf den Weg dann. Das heißt, ja, Alternate ist ja da ganz gut beschäftigt. Und ich denke mal, wir könnten jetzt hier den Backdoor-Attempt sehen. Das ist natürlich sehr, sehr schwierig. Und das Tribute kommt. Das ist vielleicht jetzt die Chance. Es sieht ganz danach aus, als wenn Eye to Heart das Tribute komplett ignoriert und direkt sich zum Nexus aufmacht. Aber das ist dieselbe Plan, den hier auch Alternate anbringt. Die marschieren auch komplett durch. Haben da auch noch ein paar Seed Shines dabei. Das heißt, geht relativ schnell. Wer kann jetzt hier schneller Schaden machen an den Nexus? Oh mein Gott, Eye to Heart, die haben schon einiges eingesteckt. Und da kommt der Recall. Sie sind alle wieder da. Komm schon, spring auf den Fight. Oh, Vella mit einem sehr, sehr schönen Ultimate. Aber auch ein gutes Out of Felstead. Aber das... Nein, er hat hier ganz schön verfehlt. Und jetzt wird hier alles rausgenommen. Green nimmt auch einiges an Schaden. Sie haben zwar den Court sehr weit runtergekriegt auf 69%, aber das reicht natürlich noch nicht. Und nur mit nur zwei Helden mit Resurgence wird es sehr, sehr schwierig sein zu halten. Denn ein komplettes Team von Alternate macht sich jetzt hier auf den Weg. Die werden vielleicht sogar das Tribute noch nehmen, weil man weiß noch nicht genau, ob sie das Spiel wirklich schon an der Stelle reißen können. Ja, sieht ganz danach aus, als wenn sie das Tribute noch mitnehmen. Es gibt natürlich den anderen ein bisschen mehr Zeit, wieder hochzukommen, aber 40 Sekunden auf Nova, 30 Sekunden auf Brightwing und Felstead, das ist schon kein Pappenstiel. Da muss man noch ein bisschen Zeit sich kaufen. Das wird nicht ganz leicht, die für Arthas und Tyrael. Stitches hat hier seinen ersten Hook schon vermisst, aber sie versuchen trotzdem raufzugehen direkt. Und ich glaube, sie haben hier auch einen ganz guten Damage-Output, um den Nexus doch einiges an Schaden zu machen. Ach, es geht ja direkt auf Stitches. Nee, immer ein bisschen schlechtes Fokusfeuer von den beiden. Jetzt kommen hier Minions rein, aber ein sehr, sehr guter Stun von Uther und auch von Anubarak davor. Und Kono ist schon einiges an Schaden eingesteckt. Können sie vielleicht Gloomhammer mal rausnehmen? Oh ja, sie können ihn rausnehmen. Vella hat sich ein bisschen zu weit vorgewagt. Und jetzt ist inzwischen auch Felstead wieder da. Gerade nicht unbedingt die beste Situation, um diesen Screen zu zeigen. Aber okay. Der Core fällt. Sie konnten ihn rausfokussen.
Und damit 1 zu 0 für Alternate. Schauen wir mal an, wie es jetzt hier im Spiel auch wirklich läuft. Oh, die wollen sich hier direkt den ersten Gank holen. Das ist natürlich sehr, sehr bitter, wenn das hier wirklich was wird. Ja, das ist natürlich wieder hier komplett gewechselt. Tut mir leid. Speichern wir das mal kurz ab. So, jetzt soll das passen. Alternate auf der rechten Seite. Wenn ich das richtig mitgekriegt habe. Ja, das passt. Wunderbar. Ja, Altihard wollte sich hier den ersten Gank holen, aber Alternate hatte wirklich einen sehr, sehr krassen Bursty-Setup. Das heißt, die hauen sehr, sehr viel Schaden raus, können aber nicht allzu viel einstecken. Gucken, wie das dann am Ende auch sich überträgt ins Spiel. Weil das kann halt sowohl als auch ausschlagen, wenn man einen guten Fight nehmen kann. Wunderbar. Tyrael haut hier schon mal ganz ordentlich gegen Tychus drauf. Und da unten geht es jetzt hier hart zur Sache. Oh, Kronos kriegt einen guten Hit auf Verzap und kann ihn auch direkt rausnehmen. Wunderbar gemacht hier. Also Itohart schon mit dem ersten Kill. First Blood quasi. Und die Shrines sind fast da. Hier unten sollte sich das Alternate sichern können. Und Verzap und Brightwing eigentlich kein Problem. Oben, oh, oben holt sich auch Alternate. Oh, Tyrael wagt sich da ziemlich weit rein. Und das ohne die Minions. Ja, und unten geht's jetzt hart zur Sache. Brightwing wollte sich hier was holen. Oh, da ist das komplette Team zur Sache. Oh, ein super Stun von Aphis. Und da kommt Primal Grasp. Und jetzt seht ihr genau diese Stärke. Und ich glaube, wenn das hier Itohard gut durchsetzen kann, dass sie frühzeitig sich schon einige Kills holen und nicht wieder so die Camps am Anfang vernachlässigen, dann sieht es doch ganz gut für die aus, weil mit dem schönen Stun, den sie haben, die haben Arthas, sie haben Uther, sie haben Kerrigan, um es dann wieder auch zurückzuholen. Es ist wirklich eine sehr, sehr schöne Kombi, eine solidere Kombi und auch ein bisschen höherer Sustain, als das bei den anderen Teams der Fall, also bei Alternate der Fall ist. Denn wenn die erstmal angeschlagen sind und Illidan dann zum Beispiel rausgezogen wurde oder Werler, dann ist da nicht mehr allzu viel, was sie noch am Leben halten kann. Ich bin mal gespannt, was Brightwing als Talent nehmen wird. Und ja, es wird hart gekämpft hier um die Scheine. Alternate holt sich den jetzt hier gerade unten wieder zurück. Haben aber auch da ein bisschen was zu tun, um die Siege Giants aufzuhalten. Jetzt ist die komplette Kontrolle von Alternate. Kerrigan geht schon in Position, möchte dann Hammer aufhalten, bevor er da hinkommt. Aber Tessa kann es halt echt sehr, sehr gut kontrollieren mit den Storms. Aphis ist auch in Position, um im Notfall da den Dragon Knight aufzuhalten und den Disrupt auf den Channel zu bringen. Und, es hätte was werden können hier. Kerrigan und Aphis. Aber nicht ganz so optimal abgestimmt von Itohard. Und damit haben sie es jetzt hier wunderbar unterbrochen. Aphis kann jetzt hier oben auch für Itohard den Schrein sichern. Und unten drückt Tyrael aber sehr gut Uther zurück. Echt erstaunlich, wie er das hier durchsichern kann. Falset und Brightwing sichern hier sicher das Easy Camp. Und da sind auch schon ein paar Siege Giants auf dem Weg. Das heißt, Uther braucht jetzt hier unten Unterstützung, sonst fällt hier die Mauer schon demnächst. Und der ist echt in harten Problemen. Aphas holt sich jetzt hier erstmal den Schrein zurück. Oben noch in guter Kontrolle. Illidan kämpft da gerade gegen Tychus. Versucht sich den Schrein zu holen. Und ich glaube, er kann auch das Capture bringen. Ja. Die sind auch zu zweit da oben, sehe ich gerade. Brightwing ist wieder hochgesprungen. Oh, und Vella ist in Position. Die können sich den Dragon Knight holen. Tessa wartet auf das perfekte Storm-Timing. Holt sich noch das Oracle. Also ganz wichtig, dass er hier gerade das Oracle gesetzt hat. Weil sonst hätte hier doch eine böse Überraschung auf ihn warten können. Und Alternate immer noch in guter Kontrolle hier vom Shrine. Aber Vella möchte da gerade noch nicht reingehen. Sie weiß, okay, da kommt eh der Storm von Tessa, aber den könnte sie halt auch mal rausbaiten. Uther kommt unten da alleine nicht dran. Ich glaube, Arthas und Kerrigan müssen jetzt hier einfach mal aushelfen. Falset könnte hier in arge Probleme rennen. Illidan da oben, ach. Aber da unten geht die Action ab. Genau, da kommt nämlich der Grasp von Kerrigan. Macht ja auch einiges an Schaden auf Brightwing. Aber die kommt halt immer wieder davon. Kerrigan kann sich hier noch in Sicherheit bringen, aber Uther geht dabei drauf. Und das sollte es jetzt hier gewesen sein. Damit müsste Vella sich eigentlich den Dragon Knight holen können. Denn zu zweit wird es ja auch für Green nicht möglich sein, das ganze Ewigkeiten zu halten. Nimmt auch einiges an Schaden. Mit dem Faceshift kommt er, glaube ich, hier nochmal davon. Aber nein. Wow! Illidan, wie weit verfolgt er das Ganze denn? Unglaublich! Aber der begibt sich hier in große, große Gefahr. Da kommt der Cold Strike und er kann ihn auch schön stunnen. Aber Konus ist jetzt schon zu hart angeschlagen. Muss sich nochmal zurückziehen. Ja, und da unten.
müsste ihnen das jetzt hier die Zeit gekauft haben, um endgültig auch mal in den Dragon reinzuschlüpfen, aber gerade ein bisschen danach aus, als wenn sie es. Ah, nee, da wurde sich doch dann nochmal der Schein geholt. Dann geht es natürlich nicht. Und was geht da unten ab? Ufer immer noch mit ein bisschen Problemen. Vielleicht sollten sie hier doch mal durchrotieren. Wobei sie halt immer noch hart darauf bauen, dass mit der Arthas-Kerrigan-Kombo etwas mehr geht. Kerrigan unterstützt jetzt hier aber erstmal Tychus mit Illidan. Oh, die machen da echt einiges an Schaden. Brightwing kommt mit dazu. Ich glaube, sie könnten hier den Kill kriegen auf Illidan. Oh, wie knapp war das denn? Der hatte nur noch einen HP. Und da geht er noch drauf. Was macht der? Oh Gott. Eventuell hat er noch was auf ihm getickt, weil ich habe nicht so richtig gesehen, dass er noch in irgendeinen Schaden reingelaufen ist. Aber es könnte auch ein Missklick gewesen sein, dass er da noch irgendwas abgekriegt hat von Tychus. Sehr, sehr bitter. So, jetzt sind Level 10 Talents da. Divine Storm, Arcan, Army of the Dead. Keine Überraschungen hier von Eye to Heart. Metamorphosis, Reign of Vengeance, Shock and Awe, Emerald Wind und Judgment. Also auch da nicht wirklich die große Überraschung. Ist ja auch eine halbwegs Standardkomposition von beiden Teams. Und jetzt sehen wir wieder, Alternate sichert sich eher die Mercenaries. Aber auch Eye to Heart geht jetzt hier endlich auf ihre Camps. Hat sich schon die Siege Shines auf der Toplane gesichert. Dann marschieren aber schon die Knights dagegen. Das heißt, da braucht Tychus schon ein bisschen Unterstützung. Und Knights kommen dazu. Unten kommen die Siege Shines mit ins Spiel. Auf beiden Seiten. Nee, das hat sich Alternate etwas vorher gesichert. Oh, sie baiten hier Ufer raus. Sie nimmt einiges an Schaden. Arthas kommt mit dazu. Da kommt der Judgment. Und, ja, damit kann Ufer hier schnell rausgenommen werden. Arthas, der wagt sich da aber ganz schön weit rein mit Kerrigan. Die ist nämlich auch schon hart angeschlagen und Felsted geht bei der ganzen Sache drauf, aber Kerrigan kann den nochmal entkommen. Tyrael macht sich da davon. Sie wollen Brightwing rausnehmen. Wow, wunderbar gedreht das Ganze, aber Illidan geht direkt auf Kerrigan. Und wow, schön gesetzte Spikes. Unglaublich. Es sieht man eigentlich selten, dass die Spikes was bringen, aber Neusen hat es hier wirklich gebracht. Er konnte Illidan da rausnehmen, sonst wäre hier wirklich Geschichte gewesen. Also ein sehr, sehr schöner Fight hier von Eye to Heart. Hoffentlich können sie es diesmal auch bis zum Ende umsetzen. Wir haben ja im ersten Spiel schon gesehen, dass sie da einen ordentlichen Start hinlegen konnten. Und dann hat es eher, ja, im Abschluss hat es gefehlt. Aber diesmal machen sie sich doch ganz gut. Sind auch schon Level vorne. Zwar nicht jetzt allzu hart. Valor sollte da davon springen können. Green hätte hier fast challengen können, aber ja, Tyrael hat unten sich den Mondschrein zurückerobert. Und Brightwing ein bisschen out of position. Nimmt da auch einiges an Schaden mit. Illidan ist da oben mit dazu. Oh, ich glaube, wir können sie einen Doppelkill kriegen. Illidan hat da auch schon einiges an Schaden eingesteckt. Und da kommt der Final Blow. Eye to Heart ist jetzt gerade echt schön am Laufen. Mit ordentlichem Feuer dahinter. Und jetzt können sie oben durchpushen. Haben zwar ihre Knights schon vorher verloren, aber... ja, 4 gegen 3, kein Problem. Illidan und Brightwing raus. Das heißt, es sollte hier keine Serious Engagements geben von Alternate. Das wäre dann doch etwas gefährlich für die Jungs. Und damit fällt es erst fort für Eye to Heart und können damit ihren XP-Vorsprung doch ganz gut ausbauen. Was ihnen ein bisschen fehlt, ist die Mobilität. Das ist natürlich ein großer Vorteil für Alternate, dass sie Faustelt sich ergattern konnten. Der kann halt schön immer hinfliegen, sich die Shrines holen. Und jetzt können sie schon zum nächsten Fight kommen. Arthas will engage, ein schöner Stun auf Tyrael und ist Shock and Awe wunderbar gedodged. Aber Arthas nimmt hier einiges an Schaden. Der Odin kommt mit rein. Oh, auch Ufer wieder mit viel, viel Schaden. Valor pumpt da echt einiges raus. Kerrigan geht ja auch ganz gut drauf. Der Odin konnte ein bisschen was ausrichten, konnte Tyrael rausnehmen. Aber ich glaube, der Fight, der wechselt jetzt hier ganz hart die Richtung. Kerrigan da oben rausgenommen und Illidan, der räumt komplett auf. Ich glaube, Tychus ist der Einzige, der hier davon kommt. Und ja, der kann sich nochmal sichern. Aber muss jetzt hier unten irgendwie das Fort vor den Siege Shines retten und sich dabei nicht allzu weit rauswagen, denn die Mauer, die fehlt schon. Oben kann Felsted sich den Shrine zurückerobern. Das wird jetzt sehr, sehr kritisch. Ich glaube, Brightwing wird den Dragon Knight sich holen können. Also ein wirklich sehr, sehr ordentlicher Turnaround hier für Alternate. Und damit geht mindestens das mittlere Fort drauf. Oder das untere. Ne, Valor portet sich zurück. Möchte erstmal ein bisschen mehr Gesundheit haben, ehe sie da nochmal versuchen kann reinzugehen. Tessa ist jetzt unten auf der Botlane, um da die Siege Shines aufzuhalten. Und wir sehen den Lane-Wechsel.
weil sie wollen natürlich noch ein paar der Helden von i2heart hier auf der mittleren Lane behalten. Ah, das ist natürlich immer ein bisschen bescheuert, hier den Dragonite so hin und her zu schicken. Verliert mal einiges an Zeit. Ich glaube, sie wollten da vielleicht ein Pickup kriegen. Es wird aber jetzt ein bisschen schwieriger, denn Tessa ist jetzt hier auch wieder auf die andere Lane gewechselt. Also ein bisschen Vergeudung hier, wie sie ihre Helden hin und her schicken. Jetzt geht der Dragonite doch nach unten. Da kommt das Schild. Gut getimed von Green. Aber alleine kann er gegen Dragonite auch nicht allzu viel ausrichten. Und ich glaube, wir müssen den Wechsel sehen. Oben kommt der Split-Push. 4 gegen 4. Und Vella wieder mit einem super Ultimate. Sie machte einiges an Schaden auf Uther. Aber der haut auch gut was raus. Der Odin macht hier wirklich viel Wett. Und da können sie Illidan rausnehmen. Da können sie Vella rausnehmen. Und Tyrael, der ist jetzt auch nur noch ganz, ganz knapp davon entfernt, drauf zu gehen. Also sehr, sehr ausgeglichenes Spiel bisher. i2heart jetzt hier mit einem guten Turnaround. Konnte nochmal einen. Ja. Was war das? Ja. Da konnte sich drei Helden holen. Und dabei keinen verlieren. Ufer war ja sehr, sehr knapp vom Sterben, aber nochmal gerettet. Beide Teams jetzt hier mit dem Capture auf den Knights. Und die Seachains machen sich wieder auf den Weg. Ich glaube, Tessa wird diesmal einiges an Problemen haben, das Fort unten noch am Leben zu halten. Aber bisher noch alle Forts am Stehen für i2heart. Und dadurch, dass sie vom Timing her auch immer recht gut daherkommen, jetzt sich sogar beide Nightcamps gesichert haben, das ist natürlich sehr, sehr gut ausgenutzt. Ja, das Fort fällt. Aber mit beiden Knights sollte jetzt Alternate auch ein bisschen in die Defensive gezwungen werden oben. Das gibt natürlich i2heart dann die Chance, auf den anderen Lanes gut Druck aufzubauen. Jetzt kommen hier noch die Seachains dazu. Und mal schauen. Ja, sie gehen auf die Botlane. Da wird erstmal kurz aufgeräumt. Und dann haben sie hier die Chance, das Fort rauszunehmen und damit ihren Vorsprung ein bisschen weiter auszubauen. Da steht aber die Mauer noch. Das macht es natürlich etwas schwieriger. Harrigan kommt jetzt hier mit dazu. Und oben werden die letzten Knights rausgenommen. Das heißt, Outer Knight bringt sich jetzt auch wieder in Position, um das Ganze zu verteidigen. Und das Fort schon etwas angeschlagen. Die Mauer ist rausgenommen. Sea Giants machen ein bisschen was an Arbeit. Und wir sehen, die Shrines kommen demnächst wieder. Das heißt, sie ziehen sich hier vorerst zurück, wollen vielleicht sich in eine gute Position bringen, um die Shrines zu sichern. Ja, das sieht mir nach einem etwas fehlgeschlagenen Ganking-Attempt aus. Da haben sich zu viele gezeigt. Man möchte ein bisschen reinlocken und nicht die komplette Stärke zeigen bei solchen Aktionen. Und Tyrael mit dem Engage. Falstead komplett verpasst hier gerade seinen Engage. Ufer setzt da nochmal ein bisschen was rein. Da kommt auch ein guter Stun raus. Illidan wird direkt rausgenommen. Tyrael fällt auch. Jetzt muss ich das Ganze hier umkehren, sonst geht hier nämlich wieder alles drauf. Und Vella wird rausgenommen. Das ist das, worüber ich gesprochen habe. Halt diese große Gefahr, die sie eingehen mit dieser, mit dieser Bursty Composition. Wenn die dann nicht wirklich schnell jemanden rausnehmen können, dann dreht sich das Ganze halt ganz, ganz stark. Und jetzt sind sie alle 30 Sekunden rausgenommen. Das muss hier reichen, um das Fort rauszunehmen und zumindest schon etwas an Schaden auf dem Keep rauszuhauen. Aber die ziehen sich wieder zurück. Also i2heart spielt das Ganze sehr, sehr sicher, möchte sich vielleicht den Dragon Knight direkt sichern. Und ihnen fehlt jetzt hier ein bisschen die Mobility. Falstead wird nach oben gehen, um den Shrine zu contesten. Ja, fliegt auch direkt hoch. Möchte es zumindest etwas aufhalten, um da ein bisschen Zeit rauszuholen. 10 Sekunden jetzt hier noch auf Brightwing und Vella. Brightwing können dann natürlich direkt auch hochfliegen. Und Falstead, wo hat er sich hingemacht? Wieder zurück. Wieder zurück zum Nexus geportet. Also, er hat ein bisschen Zeit gekauft, aber ich glaube, Kerrigan sollte es knapp schaffen mit Tykes Unterstützung. Oh, es wird schwierig. Nee. Guter Disrupt hier. Können das Channel nochmal abbrechen und die gehen natürlich auch als ganzes Team rüber. Ich glaube allerdings nicht, dass sie es so schnell schaffen werden, hier ihre Schreine wieder zurückzuerobern. Das heißt, vorerst ist es dann so doch ein bisschen gefährlicher. Also, sobald sie sehen, okay, kein Teamfight, der da reinkommt, dann können wir uns auch ein bisschen wieder aufteilen, zumindest Falstead hochschicken, um den Schrein wieder zurückzuerobern und einfach ein bisschen defensiver für die Zeit spielen. Ja, man sieht schon, die machen jetzt hier gerade so den Tanz des Todes. Einfach wirres hin und her, um dem Gegner möglichst keine Angriffsfläche zu bieten. Das ist halt eine ganz, ganz andere Teamfight-Möglichkeit, als wie wir das vorher gesehen haben mit Anub'arak und Stitches. Das ist halt. Ja, vorsichtiger, du willst eigentlich eher den Gegner ein bisschen reinlocken. Und genauso darauf läuft es jetzt hier auch hinaus. i2heart kämpft sich jetzt hier langsam aber sicher ein bisschen weiter vor. Und Falstead hat genau das gemacht, worüber ich gerade gesprochen habe. Hat sich da oben den Shrine gesichert. Damit ist jetzt die Gefahr hier in der Mitte nicht mehr ganz so groß. Und sie müssen natürlich jetzt zusehen, auch den Shrine wieder zurückzuerobern für i2heart. Aber ich denke mal, vielleicht sehen wir erst nochmal
eine kleine Herausforderung, indem sie versuchen, nochmal einen Teamfight zu forcen. Aber nein, Easy Camp wird sich jetzt geschnappt. Weiß nicht genau, wie die Timer sind auf den anderen Camps. Sollten aber demnächst auch wieder verfügbar sein. Das ist jetzt gerade eine ziemlich große Gefahr. Oben wurde das Fort gestohlen. Das hat sich hier gerade Alternate gesichert. Und ja, die Timer sind wieder da. Easy Camp kann sich geholt werden. Das heißt, das Hardcamp müsste auch demnächst wieder da sein. Und da sollten sie aufpassen, dass das jetzt hier nicht gestohlen wird. Wenn es sich Altohat ein weiteres Mal sichern kann, das wäre schon sehr, sehr fatal. Und sie wollen es versuchen. Das ist echt eine gefährliche Angelegenheit. Aber nur Tyrael und Brightwing momentan in Position. Nee, sie gehen direkt auf die Midlane. Das ist doch ganz erstaunlich. Aber ihnen fehlt jetzt hier wirklich die Mobility. Sie können nicht oben hingehen, einfach den Shrine capturen. Da ist die Gefahr viel zu groß, in den. Vom Gegner irgendwie ausgepickt zu werden. So, ich glaube, wir haben einmal Resurgence of the Storm gesehen und ja, die Knights wurden geholt. Hat Alternate sehr, sehr gut reagiert. Die etwas früher geschnappt, dass sie nicht noch vorher weggenommen werden können. Und trotz allem, der Druck ist da. Sie machen hier, möchten das mittlere Fort wirklich holen. Machen da einiges an Schaden, aber ja, werden halt komplett ihre eigenen Knights vernachlässigen. Das heißt, oben wird jetzt auch ganz gut durchgepusht. Sie dürfen nicht wieder in diese Situation kommen, dass sie das Keep zuerst verlieren. Das hat beim letzten Mal schon einiges ausgerichtet. Und jetzt reagieren sie auch, holen sich ihre eigenen Knights. Müssen jetzt auch mitkriegen, okay, da oben sind die Knights, wir müssen das stoppen. Ja, wunderbar gemacht. Schicken hier einen Teil auf die Knights. Und, oh, das ist eine sehr, sehr gefährliche Sache, die jetzt hier gerade kommt. Ufa und Kerrigan gehen auf den oberen Shrine. Sie haben allerdings auch die Sicht, wissen, okay, das komplette Team ist da unten. Das heißt, ein kalkulierbares Risiko. Also richtig Sinn macht mir das gerade nicht. Doch, jetzt haben sie es gesichert. Okay, Ufa war da oben, hat sich das geschnappt. Jetzt kann auf die Knights gegangen werden. Und ja, dann versuchen in der Mitte irgendwie den Dragon Knight zu sichern. Aber ich glaube, das haut vom Timing nicht ganz hin. Tyra ist ja schon fast wieder da. Felsheld kann rüberfliegen. Dementsprechend müssten wir da demnächst wieder den Steal sehen. Und damit ist es dann sogar wieder sehr gefährlich für i2heart, denn Brightwing ist schon in Position, um in den Drachenritt reinzuschlüpfen. Und unten sind sie jetzt auch nicht allzu schnell da, um unten den Shrine wieder zurückzuholen. Also ist ein bisschen hin und her. Beide Teams tanzen hier um die Karte und gehen sich halt ganz gut aus dem Weg. Unten auf die Seed Shines hat i2heart bisher noch gar nicht reagiert. Das ist natürlich etwas ärgerlicher. Denn die machen jetzt hier schön schon die Mauer weg. Macht es dann natürlich später für Alternate bisschen einfacher, da nochmal einzubrechen und eventuell das Keep direkt rauszunehmen. Aber vielleicht sehen wir jetzt hier den nächsten Kill vom Fort. Das hat schon einiges an Schaden eingesteckt. Die marschieren zurück, aber zu spät. Nochmal 2000 XP natürlich dazu. Und damit das Level geholt. Und das Easy Camp ist noch lange nicht da. Das heißt, nicht ganz das perfekte Timing. Sie bewegen sich halt immer gut als Team. Aber gerade da unten hätte man jetzt auch einen einzelnen Helden hinschicken können. Und sie haben Tester da dabei. Das heißt, sie können häufig auch das Oracle einsetzen. Und Resurgence of the Storm auf Tyrael. Oben haben wir es auf Arthas. Also beide Male hier auf dem Warrior, um dann den Sustain irgendwie noch am Leben zu halten. Das hilft natürlich Alternate insofern, falls sie doch mal in die Bredouille kommen sollten, dass ein Kampf in ihrem eigenen, in der Nähe von ihrem eigenen Nexus entsteht, können sie den noch umdrehen. Dadurch, dass auf Tyrael Resurgence liegt. Oh, Tyrael, der ist in Trouble. Da könnte der Stun kommen. Wo ist der Stun von Arthas? Komm schon. Er möchte natürlich ein bisschen hinauszögern. Und Ufa mit einem unglaublichen Stun. Und da oben kann Kronos direkt rausgenommen werden. Kerrigan geht drauf. Auch Ufa wieder in großen Problemen. Möchte sich da direkt opfern, um nochmal ein bisschen was an Schaden rauszudrücken in seiner alternativen Form. Tyrael geht jetzt drauf. Und da oben, man sieht, es fällt schon wieder komplett in die andere Richtung. Aber dadurch, dass Ufa und auch Kerrigan rausgenommen sind, möchte sich hier i2heart auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Und der Dragon Knight kann wieder gestohlen werden. Gutes Timing, es hätte sonst sehr, sehr gefährlich werden können. Jetzt sind die Seed Shines fast wieder da, die werden sich demnächst schnappen. Ist ein bisschen gefährlich, wie sie Arthas und Tessa da gerade positioniert sind. Denn die wissen, okay, das Timing. Da können Seed Shines jetzt kommen, Grimmskull. Könnt ihr gleich eine bittere Überraschung erleben, aber ne, die wollen sich den Shrine sichern. Und Illidan wird auch reinschlüpfen. Da ist der Dragon Knight ein zweites Mal für Alternate. Also Map Objectives ist die Stärke hier von Team Alternate. Wenn sich da deutlich besser an.
Und das Keep müssten sie sichern können. Ja, wunderbar gemacht. Und damit können sie jetzt ja auch ordentlichen Druck aufbauen auf die mittlere Lane. Das Keep ist doch ein argen Problem. Jetzt wird es hier ein bisschen schwieriger. Ito muss sich hier, ja, muss sie ein bisschen reinspazieren lassen, damit sie einen guten Angriffswinkel kriegen. Aber solange der Dragon Knight noch bei voller Gesundheit ist, ist es halt sehr, sehr schwierig. Der kann immer mal wieder wegkicken. Aber oh, wunderbar gemacht. Unten die Seed Shines geholt. Das heißt, eigentlich sollte Alternator darauf reagieren, sonst verlieren sie nämlich unten auch einiges. Aber das Keep ist draufgegangen. Damit können sie jetzt abziehen, können unten auf die Seed Shines reagieren. Und solange der Dragon Knight noch am Leben ist, kommen natürlich auch keine Camps wieder. VZ fliegt zurück. Sollte kein großes Problem haben, hier die Seed Shines zu clearen. Aber die Tower sind draufgegangen. Ja, das Gate ist gefallen. Das hilft natürlich dann beim nächsten Teamfight. Dragon Knight, komplett out of position. Und das restliche Team von Alternate macht sich auf den Weg, möchte ihn natürlich auch retten. Und, der Teig ist da oben in großem Problem. Fährt mit dem Schock und Awe. Wunderbar gesetzt diesmal. Diesmal hat's gesessen. Der Dragon Knight kommt rein mit einem wunderbaren Bodyblock. Kann ja auch nochmal das Teil vom Team schön abschalten. Ufer mit einem guten Stun, aber es reicht hier nicht ganz. Wieder einmal kann Alternate das hier ganz gut umdrehen, aber sie haben auch wieder einiges verloren. Arthas mit einem Buyback. Bis jetzt 2 für 2. Ah, nee, Tyrael hat auch den Buyback gesetzt. Das heißt 3 für 2. Also leicht besserer Teamfight hier für i2 halt. Also mal gucken, wie sich das Ganze jetzt entwickelt. Denn Noisen nimmt auch einiges an Schaden. Geht nochmal rein, jetzt wo Tessa da und auch Ufer da wieder am Start sind. Oh, aber Noisen nimmt so viel Schaden rein. Tyrael, diesmal hat er keinen Buyback mehr. Vielleicht kriegen sie den Kill nochmal rauf. Arthas ist mit dabei. Aber oh, gut zurückgesetzt. Illidan nimmt aber auch nochmal einiges an Schaden. Kriegen sie den noch? Ja, wunderbarer Stun hier von Konus. Und jetzt können sie das Easy Camp ein weiteres Mal stehlen. Hard Camp ist auch oben. Und momentan 3 gegen 2. Und nur Brightwing und Tyrael am Leben. Nicht unbedingt die beste Kombination, um das Hard Camp da oben noch zu verteidigen. Aber wir sehen schon, ja, der Hearthstone wird eingesetzt. Sie kommen beide zurück. Tychus geht direkt mit Arthas zu dem eigenen Hardcamp, also wollen nicht zu viel riskieren. Ich mag den Spielstil von i2 Hard. Die gehen, setzen nicht auf alles auf eine Schippe, die machen das sehr, sehr ruhig und riskieren nicht allzu viel. Während das bei Alternate schon ein bisschen die riskantere Variante ist, wie sie da auch in die Fights reingehen und ja, was sie mit den Camps anstellen. So, jetzt marschieren die Knights auf der Midlane, auf der Toplane. Und wieder von beiden Seiten rüber. Tessa da unterstützt die eigenen. Und das ist dann doch etwas riskanter, weil sie momentan nicht die perfekte Map Vision haben, um zu sehen, okay, wo ist das gegnerische Team? Jetzt wissen sie, okay, da unten sind 4 der Jungs. Und Illidan ist jetzt gerade erst wieder zurückgekommen. Wäre natürlich eine Chance gewesen, um vielleicht noch ein bisschen was zu reißen, aber ja, 5 gegen 4 ist jetzt nicht so der ausreichende Vorteil, um das Ganze rumzureißen. Aber Illidan ist halt auch ein guter Damage-Dealer. Das heißt, da kann man durchaus einen Unterschied feststellen. So kommt der Hearthstone von allen. Und der untere Schein wurde gerade gecaptured. Illidan hat sich den geschnappt. Ferzet hätte jetzt die Möglichkeit, nochmal nach oben zu fliegen. Aber die haben sich zwischenzeitlich hier die Seed Shines geholt. Das heißt, da muss Aitor halt erstmal reagieren, die vernichten. Sonst würde das untere Keep auch noch fallen, wenn man jetzt nicht damit irgendwie, ja, irgendwie sich beschäftigt. Und die nächsten Seed Shines auf dem Weg. Das ist natürlich immer die Chance zu engagen. Und genau das macht Tyrael auch. Und wunderbarer Follow-up mit dem Shock and Awe. Aber Kerrigan wird da ganz gut am Leben gehalten. Uther, guter Job. Aber Tyrael fällt an der Stelle. Kerrigan auch sehr, sehr hart angeschlagen. Kann aber noch am Leben gehalten werden. Auch ein wunderbarer Heal auf Tychus. Auch der bleibt am Leben. Und somit können sie das Ganze hier wieder zurückpushen. Können sich den Shrine sichern. Und oben muss jetzt wieder angehalten werden von Alternate. Die müssen da aufpassen, dass die Knights nicht reinmarschieren auf der Toplane. Und damit jetzt der erste Dragon Knight auf Seiten von i2 Hard. Also ein schönes Spiel von den beiden. Setzen hier wirklich alles ein, geben sich gar nichts. Und sie marschieren auf die Botlane. Ja, da haben wir vorhin schon den Seed Shines gesehen. Die haben das Gate weggenommen. Das macht es halt einfacher, einfach reinzugehen. Und man hat gesehen, bei den Teamfights stellt sich i2 Hard ein bisschen besser an. Macht halt doch bei Alternate ein bisschen was aus, dass sie so diesen Bursty-Charakter haben mit vielen Squishy-Helden, also vielen Helden, die einfach sehr schnell draufgehen. Und somit kann das Keep jetzt hier ohne weiteres rausgenommen werden. Die können sich da nicht reintrauen. Tyrael
mit dem Judgment ist da halt eher so die Chance zu initiaten. Ich glaube, der ist noch auf Cooldown. Und da kommt von Ufa, Divine Storm. Jetzt nicht allzu viel gebracht. Oh, da geht er auch schon wieder drauf. Arf ist auch schon sehr hart angeschlagen. Und Tyrael diesmal mit dem Einsatz. Kerrigan geht drauf. Der Turnaround kann jetzt möglich sein. Ja, Tychus auch wieder mit einiges an Schaden eingesteckt. Und sie konnten diesmal nur Tyrael rausnehmen. Green mit großen, großen Problemen. Also Tessa hat eigentlich die Chance, immer wieder zurückzukommen, aber gegen drei Helden nicht ganz so einfach. Oh, da kommt Illidan auch noch mit der Hand. Und es wird sehr, sehr schwierig für ihn vorbeizukommen. Aber Arf ist in Position, er kann es im Notfall einsetzen. Schöner Cold Strike, ich glaube, das sollte reichen. Aber es ist Ulti von Illidan, ist immer noch am Leben. Oh, eine super Kombination, aber ja, der Face Shift. Und das Shield. Sie können es einsetzen. 20 Sekunden noch auf Tychus, auf Kerrigan und auf Uther. Oh, und super, wie Illidan dann einfach von Seite zu Seite springt. Brightwing in großen Problemen, kann sich aber vielleicht nochmal retten. Oh, es ist ganz, ganz knapp. Arthas könnte vielleicht noch zurückkommen. Der Polymorph war ja sehr, sehr schön gesetzt. Aber die Army of the Dead ist da hart auf den Fersen. Brightwing wirklich noch mit ganz, ganz wenig Lebensenergie. Aber es sieht so aus, als wenn sie davonkommt. Trotz allem haben sie Illidan dann in dem Fight verloren. Und ich glaube, ja, Tyrael wurde auch rausgenommen. Das heißt, es ist jetzt noch nicht komplett vorbei. Ein bisschen Schaden wurde auf dem Nexus gemacht. Aber beide haben erst einen Keep verloren. Dementsprechend alles noch komplett offen. Und unten marschieren jetzt hier schon die Katapulte durch. Da kommen jetzt die Seed Shines dazu gleich. Schöner Stil. Vom Timer her müsste demnächst auch die Knights wieder verfügbar sein. Das heißt, die könnten sie auch nochmal stehlen. Und gucken, wann jetzt hier das Engagement kommt. Oder überlegt, Odin-Form ist gepoppt. Ah, bis jetzt noch nicht so wirklich viel getroffen. Und mit den nächsten Minions sollten sie jetzt eigentlich auch die Chance nutzen, da reinzugehen. Oh, Tychus nimmt schon einiges an Schaden rein. Wagt sich da sehr, sehr weit rein. Und da kommt der Engage. Kerrigan hat sich zu weit rausgewagt. Und Ufa versucht das Ganze zu stoppen. Illidan geht auch direkt ins Erste drauf. Tyrael fehlt. Und alle weichen im Schock und Awe aus. Ein wunderbarer Kampf für Eye to Heart. Jetzt, wenn sie jetzt noch Brightwing rausnehmen oder Vella, dann war's das. Ja, Brightwing hat noch sehr, sehr viel Leben. Und der Buyback von Tyrael natürlich auch sehr wichtig. Ufa nimmt ja auch wieder einiges an Schaden. Diesmal kommt er in arge Bedulia, aber Vella geht drauf. Ich glaube, Ufa wird sich hier opfern. Aber es sollte reichen. Core geht drauf und damit kann i2Heart hier wieder zurückkommen. 1 zu 1. Wunderbar gespielt. Also wirklich sehr, sehr ausgeglichenes Spiel. 28 Kills. Man hat es gesehen, diese Bursty Composition lag jetzt alternate nicht unbedingt so. Vielleicht letztes Spiel war ja echt extrem knapp. Und auch das erste Spiel eigentlich schon relativ knapp. Nur durch ein bisschen versagten, ja, ein bisschen zu sehr rausgewagten Backdoor-Attempt von i2Heart nochmal weggeworfen. Da wäre nämlich auch noch einiges drin gewesen sonst. So, wir haben Arthas, Tychus und Nova, war übrigens dann der letzte Charakter, auf der Midlane. Oh, da sehe ich schon Arthas und Nova als Gangsquad incoming. Khazad ist auf der Top-Lane, Brightwing auf der Bottom-Lane, Rhaegar auf Seiten von Alternate auf der Bot-Lane. Warum? Auch passt. Wunderbar. Und Vella alleine auf der Mitte. Oben haben wir Tyrael, Anub'Arak und Abathur. Das heißt, Abathur wird die Top-Lane nehmen gegen Falstad. Relativ ähnlich zum ersten Spiel. Und Anub und Tyrael gehen ein bisschen auf die Suche nach dem Gank. Vella hat die, glaube ich, gerade gesehen. Das heißt. Oh, der schöne Skin. Baby Abathur. So, das Gank-Squad ist auf dem Weg. Wenn Gluhammer gerade aufgepasst hat, dann sollte er Nova gesehen haben. Man sieht immer die getarnten Helden trotzdem mit so einem leichten Schimmer. Oh, der Stun aber verpasst. Und Tychus kommt zur Rettung. Kann jetzt hier noch ein bisschen den Bodyblock einsetzen, um sie abzusichern. Und Arthas kommt auch mit rein. Es hätte deutlich schlimmer ausgehen können für Noisen. Also nochmal gut gelaufen. Glück im Unglück. Da wollte sie, glaube ich, schauen, ob sie sich vielleicht nicht in dem Busch verstecken kann. So, und da sehen wir auch schon, das Gang-Squad wandert nach unten. Tyrael und Anub gehen auf die Bot-Lane. Brightwing ist aber auch so ein Hero, der in der Regel schon ohne weiteres davon kommt.
Und Abathur macht einen wirklich guten Job, verteilt die über seine Minen. Es gibt ihm natürlich dann die Sicht und gelegentlich laufen halt auch die Helden rein, wenn sie nicht aufgepasst wird. Unten der Gank-Attempt auf Brightwing. Die nimmt auch ein bisschen was an Schaden, aber eigentlich soll sie davon kommen. Ah, das verpasst Kaldor hier gerade leider komplett, aber ja, sie kommt davon, kann sich da hinten in Sicherheit bringen und ist auch schon zum Mana Vault gegangen, um sich wieder hochzuheilen. Bella hat hier ein bisschen Probleme, das Ganze zu halten. Aber Nova ist da doch sehr offensichtlich im Busch versteckt. Ich glaube nicht, dass da sich irgendeine Situation daraus ergibt. Aber Aphis kommt mit dazu. Aber Bella kann natürlich davon springen. Und jetzt, wo Noob auch noch in der Midlane ist, sollten die sich doch ein bisschen anders verteilen. Falset hat natürlich oben auch seine Probleme, gegen Abathur anzukommen. Das ist halt ein sehr, sehr starker Solo-Pusher. Und ja, im Prinzip müsste Itohart sich hier frühzeitig einen Kill sichern oder halt irgendwie anders stark früh ins Spiel finden, denn sobald Abathur dann erstmal Level 10 hat, sind sie halt wieder ausgeglichener von der ja, Teamfight-Stärke und haben auch ja, auf allen Belangen können sie dann mithalten. Momentan vielleicht noch etwas schwächer. Man sieht, Krolu macht ja auch einen ganz guten Job unten gegen Brightwing, kann da auch gut durchpushen und ja, Falz halt oben echt mit seinen Problemen. Er hat das Gate schon einiges an Schaden einstecken müssen. Ich hätte eigentlich auch erwartet, dass Aphis und Nova da ein bisschen mehr ausrichten können und vielleicht mal einen Gank hinkriegen. Auf der Bot, Brightwing konnte sich jetzt hier die Seed Shines sichern. Aber die werden natürlich auch schnell zunichte gemacht. Noch ein bisschen Munition und. Oh, ein super Stun da gerade. Beide Seed Shines rausgenommen und Brightwing auch noch gestunt. Und das Tribute kommt rein. Schöne Position, diesmal für Itohart. Ah, die bringen sich da auch in eine ordentliche Position, könnten eine schöne Gank-Möglichkeit sein. Tyrael und Anub kommen rein. Mal gucken, wurde der Stun gesetzt? Ah, ich glaube, da haben sie ein bisschen zu viel verraten. Und Falset ist auch noch auf der Top-Lane, hat natürlich Angst, dass Abathur irgendwie durchpushen kann. Müsste der Stun reinkommen? Ja, da kommt der Stun. Tigress wird unterbrochen. Wunderbar gemacht bisher von Anub. Und Tyrael wird dann als nächstes reinspringen. Ah, braucht er gar nicht. Reicht schon so. Jetzt hat sich Aphis auch rausgewagt. Ja, und Rega kämpft da unten noch. Also man sieht halt nicht wirklich die Priorität hier auf das erste Tribute gelegt. Ja. Aber sie können halt immer wieder das Channeling unterbrechen. Das heißt, falls sich dann Rega irgendwie doch mal entscheidet, noch hochzukommen oder falls halt mit dazu zu kommen, könnte es hier doch noch zum vollen Teamfight werden. Aber bis jetzt wirklich sehr gut gemacht, wie sie es alles immer unterbrechen. Das Problem ist, Vella bleibt so halbwegs auf der Lane. Das heißt, dass Alternate ein bisschen mehr was an Erfahrung einstreicht. Die sind dann noch in der Nähe von den Fights unten mit den Minions. Jetzt kommt Falstaff mit dazu. Ich glaube, jetzt müssen sie es rumreißen. Sonst haben sie hier wirklich zu viel eingesteckt. Da kommt ein guter Stun und Vella kann direkt rausgefokust werden. Aber dafür wird Arthas auch rausgenommen. Und Falstaff ist in ordentlichem Problem. Anub kommt da hinterher gesprungen. Tigress mit ordentlichem Fokusfeuer, aber Abathur sitzt da hinten drauf. Das heißt, der kommt auch nochmal davon. Und ja, Falz hat sehr hart angeschlagen. Wir sollten sich nicht zu weit reinwagen. Aber sie konnten sich immerhin das Tribut sichern. Oh, Vessel, so hart angeschlagen. Das war gerade sehr gefährlich. Und Nova könnte sich hier noch den Kill holen. Ah, ne, er kommt noch davon. Das war eine knappe Geschichte. Trotz allem relativ ausgeglichen, immer noch. Itohart ein bisschen hinten, was die Erfahrungspunkte angeht, aber sie konnten sich das erste Tribute sichern, was noch nicht ganz so essentiell ist. Rega ein bisschen out of position. Gutes Fire kommt da rein. Brightwing kommt noch mit dazu, aber das reicht nicht. Totem wird gesetzt. Da heilt sich wieder hoch. Und Abathur wäre ja im Notfall auch noch zur Stelle gewesen. Von beiden Seiten kommt jetzt hier das Hardcamp, wird gemacht. Tyrael holt sich das zusammen mit Anub'arak. Drüben haben wir Aphis und Tychus, die sich das schnappen, sind schon fertig. Gibt ihnen jetzt ein kleines Zeitfenster, um eventuell den Boss zu machen. Aber sieht gerade nicht so aus, als wenn sie das machen würden. Vermutlich eher mit den mit den Knights Pressuren. Und das nächste Tribute kommt rein. Und auch schon wieder eine sehr, sehr gute Position für Itohart. Schaut euch das an, wie unglaublich nah die beieinander sind, was die Level-Erfahrung angeht. Nova hat jetzt gerade den Snipe unten in den Busch gegeben. Einfach um zu sehen, okay, steht da jemand drin? Stun verfehlt, das ist echt wichtig. Damit hat Itohart jetzt ein bisschen die Nase vorn, was den Teamfight angeht. Wenn der Stun schon weg ist und noch auf Cooldown ist, Tigress versucht da immer noch ranzugehen. Die sind ein bisschen angeschlagen. Tigress hat da schon ein bisschen was in Schaden eingesteckt. Aphis muss jetzt hier rein, muss ihn irgendwie schützen. Oh, super Engage von Tyrael.
Oh, das ist natürlich richtig hart jetzt. Eitohart muss sich komplett zurückziehen. Arthas ist nochmal mit einem ordentlichen Stun, nimmt aber nur Vella raus. Und ich glaube, den können sie ja auch noch rausfokussen. Ja, yep, guter Stun. Abathur hat da nochmal einiges rausgerissen. Nova wird auch noch gestunt. Und damit können sie sich jetzt hier das Tribute sichern. 1 zu 1 für die Tributes. Und dadurch, dass Arthas raus ist, auch eine gute Chance, jetzt hier den Boss zu machen. Ja, und genau das machen sie auch. Rieger drückt hier unten noch ein bisschen die Lane weiter durch. Fahrzeug hat natürlich wieder alle Hände voll zu tun. Und i2Hard geht komplett auf die Lanes zurück, hat in der Mitte ein bisschen zu kämpfen gegen diese Knights. Zwischen jetzt, wo auch die Munition hier ausgegangen ist, natürlich umso bitterer. Und der Boss macht sich unten auf den Weg. Fahrzeug sollte da jetzt wirklich schnell um Unterstützung rufen. Sonst kann er hier gleich in richtig große Probleme kommen. Da ist nämlich auch nicht mehr allzu viel Munition auf den Towern. Der erste Turm fällt hier schon. Arthas ist in Position. Nova kommt auch noch mit dazu. Aber Tigers und Brightwing noch auf den Lanes unterwegs. Ich glaube, die brauchen sie schon dazu. Jetzt, wo das Tor fällt, ist es nicht mehr ganz so leicht für Nova und Ferdset, das alleine zu halten. Ja, er marschiert hier wirklich immer weiter rein, der Boss. Und das nächste Tribute kommt. Diesmal auf einer schönen Seite für Alternate. Und komplettes Team i2Hard out of position. Oh, Tigers is in trouble. Ne, da kommt Arthas mit dazu. Es geht, es geht. Sie wagen sich nicht rein. Nova ist auch mit im Spiel. Und, Nubarak nimmt da einiges an Feuer. Das Tribute konnten sie sich natürlich holen. Hat mich ein bisschen gewundert, dass Falz dann nicht die Lane quasi aufgegeben hat. Versucht das Tribute ein bisschen zu contesten, aber das wird nichts. Da ist er ein bisschen zu squishy für. Könnte da höchstens aufhalten, bis der Rest auch die Lanes verlässt und zum Tribute geht. So, keine größeren Erwartungen. Blink hier diesmal von Brightwing. Lock and Orb, Precision Strike. Keine Überraschung. Wie schaut es da oben aus? Rhaegar mit Ancestral Healing. Also, wie schon vorher gesagt, nicht die klassische Bloodlust-Combo. Also, diesmal ist Alternate auf eine gute Sustain-Composition gegangen. Und haben aber mit Abathur auch die Möglichkeit zu sagen, okay, wenn wir später im Level voraus sind, alles klar, dann können wir es auch ein bisschen riskier spielen, holen uns halt Vella mit dazu, was sie jetzt ohnehin schon gemacht haben. Aber falls es jetzt nicht in ihre Richtung geht, falls sie jetzt irgendwie ein, zwei Level hinten liegen, dann können sie jetzt sagen, okay, alles klar, wir kopieren Tyrael, haben halt den doppelten Engage oder halt auch Anub Arak und können uns damit ein bisschen besser sustainen. So, das nächste Tribute kommt rein. Würde sagen, fast eine gleiche Position. Denn beide sind hier schon in einer guten Position. Und der Engage kommt von Tyrael. Gutes Fokus. Oh, Shock and Awe sitzt optimal. Besser kann es nicht kommen. Precision Strikes auch da auch noch mal einiges was rein. Aber der schöne Stun kann ihn natürlich aufhalten, dass Arthas noch irgendwie weiter im Leben bleibt. Brightwing wird hier von Odin blockiert. Richtig bitter, wie das abgelaufen ist. Aber Rhaegar konnte rausgenommen werden. Und auch an Nubarak ist ein bisschen in kleineren Problemen. Aber mit dem Deep Dive sollte er davon kommen. Schöner Stun noch mal auf Nova. Trotz allem, ich glaube, dieses Tribute kann sich diesmal i2Hard sichern. Rhaegar und Vella raus. Oh, Anub hat ja nochmal ein bisschen was an Schaden eingesteckt. Also Nova ist da auf Verfolgungsjagd gewesen. Das heißt, 2 zu 2, was die Tributes angeht. Oben müssen sie jetzt die Lane sichern und da können sie sich auch an ihren Boss machen. Denn Anub musste zurück. Jetzt sind hier alle wieder da. Vella und Rhaegar wieder gespawnt und ja, sie haben die Zeit, sich jetzt hier um den Boss zu kümmern. Arthas ist in Position. Nova versucht in der Mitte hier gegen Tür gegen zu drücken. Möchte natürlich auch Präsenz zeigen, damit sie denken, okay, alles klar, die sind noch nicht gerade beim Boss, aber ich glaube, die werden sich, ja, die gehen direkt auf ihre eigenen Knights, können danach vom Timing her vermutlich auch demnächst ihren eigenen Boss wieder machen. Und auch die Knights sollten wir danach für i2Hard sehen. Aber sie sind ein Level hinten, recht solides Level, und haben auch schon einen Fort verloren jetzt hier auf der Botlane. Und das nächste Tribute, oh, in einer sehr, sehr schönen Position für Alternate. Können direkt raufgehen. Und der Boss drückt oben schon durch. Haben sie komplett alles versetzt. Abathur ist inzwischen auf der Botlane. Dadurch ist halt unten auch das Fort gefallen. Und trotz allem sind sie jetzt alle wieder in Position. Tyrael versucht da zu channeln. Arthas geht rein. Tyrael wieder zurück. Können noch nicht so richtig den Engagement-Winkel holen. Aber Vella wurde gekopiert. Das heißt, sie müssen jetzt demnächst raufgehen. Rhaegar versucht zu channeln. Dann kommt der Engage. Brauchen hier natürlich Arthas, der da reingeht. Mit einem ordentlichen Strike. Oh. Schön, dass dann. Es ist so ein bisschen noch der Tanz hier zwischen beiden.
Ah, ein Noob versucht einen guten Winkel zu finden. Das könnte es hier sein. Arthas nimmt hier schon wieder einiges an Schaden. Da kommt der Engage out of Tyrael. Und sie gehen wieder komplett auf Felstead. Nehmen Brightwing und Felstead gleichzeitig raus. Und jetzt geht hier natürlich alles komplett in die Richtung für Alternate. Arthas fällt. Tykes sollte hier eigentlich auch drauf gehen. Und Nova ist vielleicht die einzige, die noch irgendwie davon kommt. Wow, wirklich ein super, super Engagement. Tyrael genau zur rechten Zeit reingesprungen und da hat Eitur nicht aufgepasst, wie sich da unten Noob zurückgeschlichen hat, komplett unten rum lang gelaufen ist und einfach schönen Stun gesetzt hat. Sehr, sehr gut gemacht. Und natürlich mit dem doppelten Valor Ultimate kann man halt so schnell die Helden rausnehmen. Sehr, sehr fein gemacht. Jetzt können sie die Mitte durchpushen und damit nur noch schon zwei Forts rausgenommen. Deathtimer sind wieder da, das heißt, die können hier auch das Ganze vermutlich aufhalten, denn die Knights sind da schon, ja, sind da schon angegangen von Felstead. Und oben, ja, da muss man natürlich die Minions aufhalten. Das ist schon eine ordentliche Welle, die da ankommt. Wird komplett durchgepusht von Abathur. Also nicht unbedingt die beste Situation gerade für I2H. Zwei Level hinten, drei Forts verloren. Unten könnten sie jetzt auch nicht den Boss stehlen. Müssten jetzt eigentlich zusehen, nachdem sie die Welle gepusht haben, dass sie sich ihre eigenen Knights holen. Genau das machen sie auch. Und der Port Back. Damit könnte ich jetzt hier das Easy Camp holen bei Alternate. Das war ganz wichtig, dass die Knights nicht noch gestohlen wurden. Das wäre fast schon der Nagel im Sarg gewesen für I2Heart. Sie sind jetzt vom Level wieder haben ein bisschen aufgeholt, sind auch auf Level 16. Das war ganz wichtig. Auf Level 16 gibt es nochmal einiges an Talenten, die sehr essentiell sind für die Kämpfe. Aber den Boss müssen sie noch aufhalten. Glücklicherweise der Curse gerade vorbei. Und sie haben halt auch die Chance, wenn sie das nächste Tribute erwischen, einen eigenen Curse zu starten und damit halt wieder zurückzukommen. Denn auch die Forts bei Alternates waren schon hart angeschlagen. Aber der Push kommt halt weiter. Und es wird sehr, sehr schwierig für die Jungs von I2Heart, sich da irgendwie nochmal rauszuwagen. Weil sie müssen ihre Keeps am Leben halten, sonst sind sie da auf ewig eingespart. So könnten sie vielleicht mit dem nächsten Teamfight nochmal einen Comeback starten. Es wird schwierig, sie müssen ein bisschen reinlocken. Und wir haben ja schon gesehen, Vessel hat da immer sehr, sehr schöne Stunts gesetzt mit der Nubarak. Und da kam immer der Fokus gut auf Arthas raus. Mit der doppelten Welle geht es halt sehr, sehr fix alles. Jetzt oben drücken die Siege Giants durch. Manawell ist schon fast draußen. Arthas wagt sich sehr, sehr weit raus. Der Rest vom Team ist noch nicht mit dabei. Und da steckt auch schon einiges an Schaden ein. Brightwing kommt mit dazu. Shock and Awe mit reingesetzt. Super getroffen. Aber Arthas ist schon draufgegangen. Diesmal mit zwei Leveln Unterschied ist es nicht ganz so einfach. Und Tyrael fetzt da einfach Brightwing weg. Falzer geht auch noch drauf. Und Odin ist jetzt der Letzte, der hier noch steht. Oh, Nova, ja, natürlich, die kann sich auch nicht verstecken. Tykes kann ein bisschen gegendrücken, aber alleine hat er da nicht wirklich eine Chance. Ich könnte mir fast vorstellen, dass Alternate versucht, sogar durchzupushen. 30 Sekunden Death Timer. Aber oben das Keep geht auf jeden Fall drauf. Mitte des Keeps sollten sie kriegen. Ja, sie werden noch nicht den Kill of Nexus probieren. Aber sie kriegen zwei Keeps. Das ist halt schon sehr, sehr stark. Das sollte sie fast auf Level 20 bringen. Und damit können sie dann auch einiges riskieren. Können dann vielleicht sogar den Killversuch machen mit nach dem nächsten Teamfight auf dem Nexus. Ja, der Wechsel geht erstmal auf die Botlane. Holen sich vorher noch die Siege Giants da unten. Und ich denke mal, dann ziehen sie sich erstmal zurück. Denn die Deathtimer sind jetzt wieder zurückgesetzt. Nova ist die einzige, die noch fehlt. Und ihr eigenes Hardcamp ist wieder da. Ja, die Siege Giants können ja noch ein bisschen Schaden machen, aber dadurch, dass das ganze I2H-Team wieder am Start ist, können sie es auch stoppen. Und das nächste Tribute kommt. Keine Chance für I2H da rechtzeitig ranzukommen, denke ich. Tyrael bewegt sich schon in Position, Vella ist auch auf dem Weg. Rhaegar, ja, das wird nichts. Sie haben sich auch noch um den einzelnen Siege Giant da oben zu kümmern. Oh, Tyrael. Der ist sehr mutig, geht auch direkt auf den Boss. Ich meine, vom Timing her ist das halt gerade ist eine sehr, sehr schöne Sache insgesamt für Alternate. Konnten sich das Tribute sichern, das hat Abathur gemacht. Und jetzt können sie den Boss klauen. Das muss jetzt eigentlich die Chance sein für I2Heart, um sich dann ein Engagement rauszupicken. Aber ich glaube, sie lassen es komplett sein. Ja, zu spätes Timing. Ja, das wird nichts. Da brauchen sie nicht das Engagement zu suchen. Sie müssen jetzt sich um den Boss kümmern. Oh, super Move von Tyrael. Geht direkt wieder drauf. Und Doppel-Ultimate von Valor. Brightwing wird hier drauf gehen. Auch Tykes ist schon wieder hart angeschlagen. Felstead versucht irgendwie noch zu entkommen. Nova da mittendrin. Aber Valor haben sie rausgenommen. Immerhin etwas.
Aber Felset fällt, Arthas fällt, kompletter Teamwipe und damit wird jetzt hier auch der Nexus angegangen. Das sollte es eigentlich gewesen sein. Zwei Forts sind draufgegangen schon in der ganzen Aktion und jetzt können sie wirklich komplett durchpushen. Wow. Ordinary hat wieder einmal gezeigt, wie stark sie eigentlich sind. Mit Ito Hart hier ja, ein sehr, sehr leichtes Spiel gehabt im letzten Spiel. Und das erste Spiel war noch so halbwegs ausgeglichen. Das zweite Spiel war sehr, sehr ausgeglichen. Aber ich meiner Meinung nach lag das hauptsächlich daran, dass sie eine ja, sehr, sehr merkwürdige Composition gewählt haben. Also dann doch eher auf diese Burst-Charaktere gegangen sind und viel eingebüßt haben, sobald Tyrael rausgenommen wurde im zweiten Spiel. Und jetzt im dritten Spiel wieder mit einem hohen Sustain raufgegangen, Tyrael drin gehabt, den Nubarak drin gehabt und dann halt durch Abathur ein bisschen diese Flexibilität drin gehabt, um zu sagen, okay, wir schauen einfach, wenn wir einen guten Start haben, dann bleiben wir auf Vella in der Ultimate Evolution, also die Vella-Kopie, damit halt doppelten Burst-Damage und das schöne doppelte Ultimate. Das hat wunderbar geklappt. Wenn es jetzt nicht so ganz in ihre Richtung gegangen wäre, hätten sie die Möglichkeit gehabt zu wechseln. Also ganz, ganz ordentlich durchgezogen von Alternate. So.